Der polnische General Jarosław Gromadzinski ist als Leiter des militärischen Verbandes Eurocorps wegen Spionageermittlungen entlassen worden. Bei einer Untersuchung hatten die polnischen Behörden Beweise für seine Zusammenarbeit mit Russland gefunden. Gromadzinski war als Berater des Generalstabschefs der polnischen Armee tätig, bevor er das Kommando über das Eurocorps im Juni 2023 übernommen hatte. Er war für die Lieferung militärischer Ausrüstung der NATO an die Ukraine verantwortlich. In den letzten Monaten war er zusammen mit dem US-Militär für die Ausbildung ukrainischer Soldaten zuständig. Das polnische Verteidigungsministerium kündigte an, dass mit sofortiger Wirkung ein neuer Kommandeur des Hauptquartiers ernannt werde. Eurocorps wurde 1992 auf Initiative Deutschlands und Frankreichs gegründet. Es verfügt über eine Truppenstärke von 60.000 Soldaten und steht der EU und der NATO für militärische Operationen zur Verfügung.